Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. So, was hatten wir vor? Wir wollten... Oh, es ist ein Eisenbarren fertig. Den können wir gleich mal einlagern. So, rein mit dir. So, wir wollten unseren Friedhof verschönern. Und wir wollten ein bisschen auf Erkundungsreise gehen. Und während wir auf Erkundungsreise sind, ein paar Ressourcen abbauen. Genau, so. Ich würde sagen, wir... stellen jetzt erstmal so ein paar Dinge her, so Kreuze und Zäune, damit wir den Friedhof ein bisschen verschönern können. Und danach machen wir uns auf unsere Reise. Genau, das ist der Plan. Ja, heute ist ein wunderschöner Tag, der dafür richtig gut ist. Und ich würde sagen, los geht's. So, Holzplanke. Holzkreuze. So, konnten wir hier nicht auch irgendwas? So, machen wir Holzkreuze oder Steindingerchen? Ach so, okay, wir können hier anscheinend mehrere Sachen machen. Coole Sache. Also wir können hier aus Grabsteinen Steine herstellen, wie es aussieht. Wir können aus solchen großen Eisenerzstücken kleine Eisenerzstücke machen. Aus großen Steinen kleine Steine. Aus diesem Zeug hier Steinreparaturwerkzeuge und Grabsteine. Ja, Reparaturwerkzeug wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben ja eigentlich Grabsteine stehen auf dem Friedhof. Die müssen ja nur repariert werden. Also dafür brauchen wir Eisenstücke. Ich weiß aber nicht, ob es einfacher ist, jetzt hier neue herzustellen und die anderen einfach abzureißen. Oder das hier noch zu sammeln. Leben haben wir aber noch, glaube ich, noch gar nicht gelernt. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das so. Würde ich sagen, erstmal 4. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen, aber ich schätze mal, wir machen erstmal 4. So. Wir können ja eh nicht unbegrenzt tragen. Da tragen wir erstmal so ein bisschen. Oh, das gibt aber viele rote. Oh, das zieht aber auch ordentlich Energie. Meine Güte, da können wir gleich sofort wieder schlafen gehen. So, dann machen wir noch so ein paar Holzdinger. Was brauchten wir dafür nochmal? Holzumrandungen. Das hier, beziehungsweise können wir nicht Steinumrandung machen? Wie lange dauert es dann noch, ehe wir die machen können? Ach, dafür brauchen wir die geistlichen Dinger. Na gut, dann machen wir erstmal Holzumrandung. Dafür brauche ich einen. Wenn wir 4 haben, würde ich sagen, machen wir erstmal 4. So. Ach Gott, wir können gleich wieder schlafen gehen. Na toll. So. Na gut, dann ist der Tag vorbei und wir gehen schlafen. Gute Nacht. Während wir schlafen, träumen wir von einem Strand am Meer mit Palmen und Kokosnüssen und Delfinen und schönen Frauen und schönen Männern. Und wir sind aufgewacht. Ach, wie schade. Ich wünschte, mein Traum würde noch nicht vorbei sein. So, nichts damit träumen. Ran an die Arbeit hier. Wir wollen schließlich auch was schaffen. So, der ist mittlerweile bei 14 Eisenbarren. Das geht gut, ganz gut voran. So, dann machen wir mal die Holzgräber. Umrandungen, Grabumrandungen, genau. So, ich hoffe 4 reichen. Mal sehen, wir bringen das Zeug ja eh gleich auf den Friedhof. Und da können wir mal schauen, wie viel dann noch fehlt. Reparaturwerkzeug. Ah, dafür brauchen wir auch das und das. Na gut, jetzt zu spät. Da gehen wir erstmal schauen, würde ich sagen. Oh nein, eine Leiche. Ach du meine Güte, das habe ich total vergessen, dass hier Leichen abgeliefert werden. Ach du meine Güte. Oh nee, das habe ich super vergessen. Und die ist jetzt schon voll vergammelt, ey. 63%. Na geil. Na nee, gut, dann machen wir das, bevor wir zum Friedhof gehen. So. Ach, jetzt können wir hier Ärzte push. Ach, ich war noch nicht erfahren. Ach, das ist ja schade. Na gut, dann ziehen wir mal erstmal die Haut ab. Ärzte push. Ist ja lustig. Kunstfehler. Mein Kunstfehler hat die Qualität der Leiche reduziert. Naja, ich glaube, die Leiche stört das nicht so sehr. Ich glaube, der ist das egal. Wir haben ja auch noch ein Exhumierungs... Moment, haben wir nicht? Doch,
überhaupt eine Exhumierungserlaubnis. Das heißt, eine Leiche können wir noch ausgraben. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut sein soll, aber wir können sie ausgraben und dann wieder eingraben und dann bekommen wir so eine Urkunde, mit der wir Geld verdienen. Ja, davon bekommen wir dann eine mehr. Boah, jetzt haben wir schon zweimal gefuscht. Naja, jetzt können wir auch noch den Rest auch noch verfuschen. Egal, wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Oh ne, nicht genug Energie. Das gibt's doch nicht. Schon wieder schlafen. Das ist doch mitten am Tag. Wir können das Bier trinken. Oh mein Gott, wir trinken das Bier. Und? Ja, komm, da können wir wenigstens noch die Leiche zu Ende auseinandernehmen. Auch wenn das nicht mal reinpasst hier, wie es aussieht. Der Schädel passt nicht mehr rein. Warum denn nicht? Na gut. Achso, die Leiche. Hä? Ja, ich will die Leiche nehmen. Der Schädel bleibt erstmal hier. Tschüss, Schädel. Ich lasse den Schädel bei dir. Also, ich meinte gerade Jerry. Jetzt hat Jerry einen Schädelkumpel. So. Hallo, Herr Bischof. Mit dir will ich heute nicht reden. So, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Umrandungen. Eine Reparatur, obwohl ich denke, es geht schneller, einfach eine neue herzustellen, das hier abzureißen, als ein Reparaturteil zu machen. Können wir mal sehen. Also wir brauchen auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holzumrandungen und 3 Reparatursteinwerkzeuge. Okay, 7 Holzumrandungen, 3 Reparatursteinwerkzeuge. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte die Leiche abschmeißen, dann schauen wir gleich mal, wie wir das machen. Ah, das hätten wir eigentlich auch gleich mitbringen können, den Torf. Na gut. Gucken, ob wir noch genug Energie haben dafür und ob die jetzt gleich flöten geht. So. Hä? Hallo, ich will das da reinschmeißen. Also wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sagen wir mal 10 Umrandungen und 10 Grabsteine. Dann kommen wir da schon hin. 10 Umrandungen und 10 Grabsteine. Achso, wir haben ja auch schon so ein paar. Da können wir gleich nochmal neu zählen. So. Die können wir schon mal verteilen. Ich denke mal, reparieren. Ja, einer ging. Geht noch einer. Mal gucken, ob die Energie reicht. Ja, sehr gut. Können wir uns das dann nämlich holen. Grabzaun, rein damit. Grabzaun, rein damit. So, reicht unsere Energie? Nö, reicht nicht. So, na gut, dann ist das jetzt so. Dann machen wir hier noch einen Stein hin. Und hier noch einen Stein hin. Die müssen wir natürlich noch aufbauen. Die sind jetzt erstmal nur gesetzt. Achso, das geht nicht. Achso, da ist schon einer drin. Ach so, die restlichen, das geht noch nicht, da müssen wir den erst rausholen, dafür brauchen wir Energie, na gut. Die müssen wir dann noch aufbauen ordentlich und dann können wir das auch machen, genau. Jetzt haben wir aber gerade erstmal keine Energie. Ja, also wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Also wir brauchen, das hier ist kaputt, oder? Ja. 1, 2 Reparaturstein. Und dann brauchen wir 1. Ah, hier ist das dritte, das sieht man noch nicht, weil das davor ist. Also 3 Reparatursteine. 1, 2, 3, 4. Ach, was soll's. Hier kommen eh noch mehr Gräber dazu. Wir bleiben ja nicht bei den wenigen Gräbern. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal auf Vorrat 10 von jedem. Und ja, dann passt das schon. Dann können wir die ja dazwischen lagern. Und der Torf ist fertig. Wie cool. Da können wir auch gleich ein paar Blümlein bauen. Achso, 8 von 5, nicht genug. Ah, cool. Wir können hier auch ernten. Sehr, sehr cool. Aber erstmal müssen wir schlafen. So, Steine. Den Torf nehmen wir mit. Steine müssen wir noch sammeln. Für die Blumenbeete, da brauchen wir Steine. Maden, die können auch erstmal hier bleiben. 3 Geschichten haben wir schon. Mal gespannt, wofür die Geschichten gut sind. Ich hoffe, sie sind für irgendwas gut. So, und dann werden wir uns erstmal nochmal schlafen legen. Ach ja, wir können ja weiter träumen von dem schönen Strand und den schönen Frauen und den schönen Männern und den schönen Palmen. Und es gibt so leckere Cocktails und der Wind ist super erfrischend. Die Sonne scheint super schön und bäh, wir wachen wieder auf.
fühlen uns voll erfrischt durch diesen wunderschönen Strandtraum. So, haben noch so ein Eisenteilchen hier. So, können wir eigentlich noch was bauen, was Neues? Hier ist Darmofen, haben wir. Haben wir. Sägebock, haben wir. Holzhack haben wir auch, oder? Ja. Werkbank haben wir. Hof vergrößern können wir machen. Können wir eigentlich... Eigentlich können wir das bald machen. Ach so, dafür brauche ich Amboss 2. Na gut, dann können wir es doch noch nicht machen. Steinvoller Steinschneider haben wir auch. So. Dann werden wir jetzt erstmal 10 davon. Oder wir gehen erstmal ein paar Steine sammeln. Dann können wir die Steine nämlich gleich auch mitnehmen. Wir brauchen jetzt dafür eh Stein. Ach, hier waren keine mehr, glaube ich, ne? Dann gehen wir hier hin. Für die Blumenbeete, die man da anbauen kann. Oder hübsche Blumendeko, was auch immer das ist. Genau. So, wir brauchen ja eh Stein für die Stein... Grabsteine. Steingrabsteine, ja. Und dann brauchen wir Stein für die Blumen. Das heißt, wir brauchen jetzt richtig viel Stein. Da bauen wir hier mal fix was ab. Wir haben schon richtig viel Rote. Mal gucken, ob wir was erlernen können. So, das noch nicht. Hier sowieso noch nicht. Hier können wir umpflanzen. Apfelbaum. Habe ich jetzt doch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Was ist hier? Achso, da brauchen wir 30 Grüne. Wir haben so viele Rote. Achso, das hatte ich gerade schon geguckt. Ah, Glas. Ach, hier. Oder das. Da brauchen wir ein bisschen weniger Energie. Eins von beiden. Beides geht nicht. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Bergbau. Bergbau. Obwohl wir das ja schon abbauen können. Wahrscheinlich gibt es nochmal irgendwie so eine richtige Bergbaustelle. Ansonsten könnte ich mir nicht erklären, warum wir jetzt hier noch Bergbau brauchen. Weil das können wir ja schon von solchen Eisensteinen abbauen. Achso, und hier lernt man automatisch. Na gut, dann würde ich sagen, lernen wir einmal das. Dann können wir nämlich den Amboss herstellen. Dann können wir hier die Komplexe machen und können wir unseren Hof vergrößern. Glas, weiß ich noch nicht, wofür wir das brauchen. Brauchen wir gerade noch nicht. Ja, Bergbau ist vielleicht ganz nützlich. Vielleicht finden wir irgendwas unterwegs nachher auf unserer Erkundungstour. Die wir ja noch machen wollen, nachdem wir den Friedhof ein bisschen verschönert haben. Genau. Vielleicht ist das da ganz nützlich. Das wäre ja sonst ärgerlich, wenn wir da nochmal zurückgehen müssten. Wenn wir eh schon da sind. Beziehungsweise, wir werden wahrscheinlich gar nicht so weit kommen. Weil... Ach, super, kaputt. Ja, deswegen und auch, weil wir halt müde sind dann irgendwann. Oder wir machen nur eine Erkundungstour, ohne abzubauen. Entdecken einmal die komplette Karte auf und gucken uns ein bisschen die Landschaft an. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Und dann wissen wir, wo wir hin müssen, wenn wir irgendwie was brauchen. So, achso, genau, die da rein. Die Hacke, die machen wir mal jetzt reparieren. Ja, die machen wir mal reparieren. Super Deutsch, super. So, die ist dann also repariert. Also, was wollte ich denn jetzt machen? Ah. So, dann machen wir mal 10. Achso, da fehlen mir welche. Na gut, dann machen wir da noch keine 10 von. Dann können wir hiervon schon was machen. 10 vielleicht, davon brauchen wir die. Da müssen wir Holz sammeln. Also noch nicht genügend Stein. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück und holen ein bisschen Stein. So, den hatten wir ja schon angefangen. Ups. Holz, so weit will ich das Holz ehrlich gesagt nicht schleppen. Das Holz würde ich dann ein bisschen dichter sammeln. So. Ach, jetzt sind wir eh hier. Jetzt können wir auch gleich die Blumen bauen. Sorry, dass ich manchmal so ein bisschen durcheinander hin und her renne, aber wie gesagt, ich will nur so viele Sachen machen und würde die am liebsten gleichzeitig machen und dann verliere ich manchmal in meinem Kopf den Überblick. Blumenbeet. Cool. Ach so, wir haben dann nur vorgeschriebene Plätze. Na gut, dann machen wir hier einzeln. Und hier einzeln, würde ich mal sagen. Sehr cool. Ach, mehr Blumen haben wir auch gar nicht. Ach so, es gehen nur die roten Blumen. Ach, die müssen wir auch gar nicht bauen. Die sind gebaut. Okay. Na, da nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Den Stein können wir zum Glück so sammeln in unserer Tasche.
Die Holz, gefällten Holzteile, die müssen wir immer einzeln tragen, was ein bisschen nervig ist, weil man da immer nur eins tragen kann und nicht mehrere gleichzeitig. Aber das Spiel soll ja auch ein bisschen realistisch sein. So. Dupdi-dupdi-dup, ab nach Hause. Hallo Esel, du bringst eine neue Leiche. Cool, danke. Dürfen wir nicht wieder vergammeln lassen. Die Leiche. So, die lassen wir hier. So. Was wollte ich machen? Achso, genau. 10. So. Die können wir dann da lagern. An der Kirche steht ja auch eine Kiste. Beziehungsweise könnten wir ja auch schlafen gehen erstmal. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe schlafen. Und ihr träumt schön vom Strand und den schönen Männern und den schönen Frauen und den leckeren Cocktails und der schönen warmen Sonne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.